Vorbereitungen für ein Interview mit einem Betrugsopfer aus der Nähe von Stuttgart. Der Mann möchte nicht erkannt werden. Wir nennen ihn hier Ralf Schorn. Betrüger haben ihm mehr als 21.000 Euro von seinem Konto geklaut. Das ist ein ganz großer Schlag für mich, denn ich habe das über viele Jahre von meiner Rente zusammengespart. Im Oktober klingelt sein Telefon. Auf dem Display die Nummer seiner Bank. Der Anrufer habe gesagt, er sei ein Sicherheitsbeauftragter der Bank, erinnert er sich. Die Stimme am Telefon sagte mir, dass auf mein Online-Banking ein Zugriff erfolgt sei, dass aber dabei kein Schaden entstanden wäre. Unser Sicherheitssystem ist angesprungen, weil wir verdächtige Kontobewegungen bei ihm festgestellt haben. Es gab mehrere Abbuchungsversuche aus dem Ausland teilweise. Jetzt wollten wir es einfach überprüfen. Die Stimme am Telefon schlug mir dann vor, das Online-Banking zu sperren und mir innerhalb von 2 Tagen neue Zugangsdaten zukommen zu lassen. Und um diesen Vorgang zu legitimieren, sollte ich in die Santander-App, die ja für die 2-Stufen-Authentifizierung mit dem Online-Banking zuständig ist, mein Passwort eingeben. Ralf Schorn folgt den Anweisungen. Da alles in der bankeigenen App passiert, hat er keine Bedenken. Was er nicht ahnt, durch seine Passworteingabe gibt er die Kontrolle über sein Konto komplett an die Betrüger ab. Und die räumen alles ab, was geht. Es war ja nicht nur mein Rücklagegeld auf dem Tagesgeldkonto, sondern es wurde mein Girokonto bis zum Limit überzogen. Das waren 3.000 Euro. Und meine Kreditkarte wurde ebenfalls bis zu ihrem Limit belastet. Nochmals 3.000 Euro. Also eine unheimliche Summe. In mehreren Tranchen buchen die Betrüger mehr als 21.000 Euro ab. Ralf Schorn erhält mehrere automatische Warn-SMS seiner Bank Santander. Denn das Banksystem erkennt Unregelmäßigkeiten. Er bekommt Panik, ruft sofort bei der angegebenen Rufnummer an. Aber an diesem Sonntagabend erreicht er dort niemand, erzählt er uns. Die Bank kann sich das auf unsere Nachfrage nicht erklären. Die Hotline sei verfügbar gewesen. Erst am Montag spricht Ralf Schorn mit einem Santander-Mitarbeiter. Zu spät. Das Geld ist weg. Die Skrupellosigkeit der Betrüger schockiert ihn. Es sind faule Hunde, die letztendlich vom Geld anderer Leute leben und keine Lust haben, selbst zu arbeiten. Sie leben lieber aufgrund der Gutmütigkeit oder Naivität anderer Menschen. Und das ist für mich absolut indiskutabel. Es sind Betrüger durch und durch. Ralf Schorn kann sich nicht erklären, wie die Täter Zugriff auf sein Konto bekommen haben. Außer in der Bank-App habe er nirgendwo sein Passwort eingegeben. Trotzdem haben die Betrüger es geschafft, seine Konten restlos zu plündern. Und die Bank kann das Geld nicht mehr zurückbuchen. Bei Anruf Abzocke. Der Masche mit den angeblichen Bankmitarbeitern fallen zurzeit immer mehr Menschen zum Opfer. Auch im Südwesten steigt die Zahl der Betroffenen. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen haben sich dieses Jahr schon 3 Opfer gemeldet, sagt Polizeihauptkommissar Michael Lerch. Alle sind auf die Telefonbetrugsmasche reingefallen. Alle haben Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern bekommen. Alle ließen sich zu Klicks und Eingaben überreden, darunter auch eine 24-Jährige. Die Masche trifft nicht nur ältere Menschen. Ja, vom Grundsatz her muss man erstmal sagen, dass die Täter sehr professionell oder auch beeindruckend professionell agieren. Das heißt, die knacken keine Tresortür, die knacken keine Firewall, sondern die knacken quasi den Menschen. Ja, das heißt, der den Schlüssel hat oder das Passwort hat in dem Fall. Die Vorgehensweise ist eine Kombination aus Phishing, also vorhergehendem Datenklau, und Voice, also der Stimme am Telefon, die die Opfer überzeugt. Experten nennen das Wishing. Die Täter fangen dann an, bewusst eine leichte Panik zu generieren. Ja, und in dieser Phase ist man natürlich auch geneigter, den Bankmitarbeitern zu vertrauen und zu glauben. Ja, der hilft mir jetzt schon aus dieser Sache raus, wenn es darum geht, auf meinem Konto sind irgendwelche komischen Aktivitäten festgestellt worden. Michael Lerch erzählt uns von einem besonders krassen Fall. Ein Rentner aus Speyer, auch er hat seine gesamten Ersparnisse verloren, wurde sogar gleich 2-mal zum Opfer. Durch den Anruf eines falschen Bankmitarbeiters hat der 66-Jährige vor mehreren Monaten bereits 10.000 Euro verloren. Vor wenigen Wochen dann meldet sich ein vermeintlicher Sicherheitsbeauftragter seiner Bank. Er erzählt ihm, dass die Bank das Geld aus dem Betrug zurücküberweisen wolle. Dafür brauche er die Zugangsdaten zum Konto. Der Mann geht in die Falle. Noch während er mit dem Betrüger telefoniert, ruft ein echter Mitarbeiter seiner Bank an, will ihn warnen.
Denn das Banksystem hat Alarm geschlagen. Ja, hallo? Wie, die Bank? Wie? Ich telefoniere doch gerade mit Ihnen. Doch der Rentner wimmelt ihn ab. So verliert er nochmal 16.000 Euro. Wenn man einmal Opfer einer Straftat wurde durch die Telefonbetrüger, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Betrüger, ein zweites Mal erfolgreich zu sein, relativ hoch. Doch wie kommen die Verbrecher im Vorfeld überhaupt an die Kundendaten? Bei Ralf Schorn etwa wussten sie schon erschreckend viel. Die Betrüger kannten von mir die Bankdaten, meine Kontonummer, dann die Tatsache, dass ich Online-Banking betreibe, dass ich die Santander Sign-App benutze, und sie kannten meine Festnetznummer. Das Einzige, was sie nicht kannten, war eben dieses Passwort. Wie kann das sein? Bei Freiburg treffen wir Leonard Bunyaku. Der Experte für Computersicherheit zeigt uns eine Webseite für alle frei zugänglich im Internet. Dort werden Bankkundendaten ganz offen zum Kauf angeboten. Commerzbank, Volksbank, Deutsche Bank, 20 Euro pro Online-Zugang. Offenbar stammen die Daten aus Phishing-Angriffen. Also es ist natürlich hochkritisch anzusehen. Es ist ein sehr sensibles Thema, dass sowas im Clear World Wide Web angeboten wird. Also für jeden User zu Hause sehr, sehr schnell zu erreichen, ohne mich jetzt technisch irgendwie auskennen zu können, ist es eigentlich für jeden zugänglich. Und das ist schon sehr erschreckend. Mit diesen Daten können Telefonbetrüger dann ihre Anrufe tätigen. Leonard Bunyaku zeigt uns ein Beispiel für eine Phishing-Seite. Durch Spam-Mails werden die Kunden auf solche falschen Bankseiten gelockt und geben dort nichtsahnend ihre Login-Daten ein. Das ist auch mit Sicherheit das größte Problem. Ja, als Nicht-IT-Experte würde ich auch mit bloßem Auge nicht erkennen, ob es jetzt hier eine Fake-Seite ist, eine Landing-Page, eine sogenannte, oder ob es die originale Homepage von der Sparkasse ist. Einige Banken würden es den Betrügern auch sehr einfach machen, sich in fremde Konten einzuloggen, meint der Experte. So reichen beispielsweise bei der Deutschen Bank immer noch Nutzername und Passwort aus, um ins Online-Banking zu gelangen. Andere Banken, wie die Volksbank, sichern schon den Login mit einem verpflichtenden zweiten Faktor wie einer Handy-App ab. Anrufabzocke durch falsche Bankangestellte. Dahinter stecken professionelle Banden, oft aus dem Ausland, sagt Polizeihauptkommissar Michael Lerch. Diese zu fassen und das Geld wiederzubekommen, sei nahezu unmöglich. Grundsätzlich bei unerwarteten Anrufen misstrauisch zu sein. Insbesondere, wenn man die Person, die da anruft, einfach nicht kennt. Ja, also die Identität zu verifizieren, macht natürlich immer Sinn. Ja, also nicht einfach blindes Vertrauen zu haben, sondern zu überprüfen, zu hinterfragen. Eine echte Bank würde telefonisch niemals ein Online-Banking-Passwort verlangen, sagt er. Für Ralf Schorn kommt diese Warnung zu spät. Die Santander Bank will seinen Schaden nicht erstatten. Ich bin sehr sauer auf meine Bank, die einen Kunden, der 33 Jahre bei ihr ist, sehr unkooperativ behandelt hat, die innerhalb von 2 Tagen wusste, dass ich per grober Fahrlässigkeit die gesamte Schuld an diesem Schaden trage und einen Schadenersatz nicht zu beanspruchen hätte. Die Bank teilt uns auf Nachfrage mit, es seien mehrere Sicherheitsmechanismen außer Kraft gesetzt worden. Unsere Sicherheitsmechanismen wie die Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie die übersendeten SMS sind sehr stark und schützen unsere Kunden vor betrügerischen Aktivitäten Dritter. Aus Sicht von Ralf Schorn klingt das wie Hohn. Die verschwundenen 21.000 Euro wird er wohl nicht mehr wiedersehen. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.